Hallo und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K17, heute mit dem Manuel. Servus. Ja, ihr seht, wir holen das Match nach, was wir das letzte Mal so ein bisschen angedacht hatten, nämlich der Manuel mit seinem Charakter gegen meinen. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen mehr gespielt wie der Manuel, aber ich denke, das ist kein großes Problem, ne? Denke ich auch nicht. Also ich wäre soweit. Muss ich gerade mal gucken, habe ich die Aufnahme angemacht? Ja, läuft. Ja, oh Mann, geht ihm ja gut los. Bei uns ist Ostermontag. Das letzte Mal hatten wir ein bisschen technische Probleme. Heute hier dann fangen wir halt an mit dem Last Man Standing Match. Das kann ein bisschen dauern, ich weiß nicht, wie lange genau. Wie war das? Baseballschläger so 10 und Minuten, ausdrücklich erlaubt, ne? Bitte? Baseballschläger und Hammer ausdrücklich erlaubt. Ausdrücklich erlaubt. Wir können auch das Kommentatorenpult nehmen. Aber da habe ich noch keine Ahnung, wie ich dich da drauf kriege. Das habe ich ja noch nicht raus. Das ist immer schön, wenn zwei Leute keine Ahnung haben von dem Spiel, dann gibt das garantiert Mord und Totschlag. So. Guck mal hier. Oh, Treffer. Oh. Ist zu spät. Ah, mein Lieblingskräfte. Genau. Ne, geht gerade schon wieder los. Sensenmann-Hose oder was? Yes. Da mir gesagt wurde, mein altes Outfit wäre zu holländisch. Ja, ja, genau. Ah, kein Konter. Schwein gehabt. Ah, ich habe aber rechtzeitig gedrückt. Noch mal in die Knie. Kann ich mit meinem Knieschaden gar nicht machen, sowas. Ah. Oh, shit. Spät, eieiei, es geht ja schon wieder gut los hier. Ja, ab in die Ringecke mit dir. Ich bin schon wieder mal zu spät. Nicht so schlimm. Ich mag das, wenn du zu spät bist. Achso, warte mal, wir haben ja was vergessen. Ausdrücklich erlaubt, ne? Wo ist mein Baseballschläger? Hier, wir haben beide noch ein bisschen grün. Ich weiß auch nicht, wie man den Dings macht, einen Suicide Dive. Den kannst du wahrscheinlich noch nicht. Ach, jetzt fängt er ja an, so dumm rumzutanzen. Guck mal her, hier. Aua! Verdammt. Fuck! Ja genau, holen wir. Ich nehme den hier so lang. Das Problem ist... Was geht mit dir? Gangster! Ja, wenn ich jetzt reinkomme, haust du mich. Ich kann auch raus reinkommen. Jetzt, warum folgt mir der Ringrichter? Was ist denn das hier für ein Kack? Das kann. Oh! Da ist gar kein Kommentatorenpult, fällt mir gerade auf. Warum hast du denn? Ja, keine Ahnung. Ach nee, komm. Oh! Ach Mann! Wo ist mein Schläger? Ich glaube, das Kommentatorenpult ist oben. Jetzt wisst ihr, wer angezählt. Was denn jetzt? Ja, du bist angezählt. Ja, ich war, ja. Ich weglaufen. Komm, steh nochmal auf. Oh, shit. Ach, das geht mir langsam wieder auf den Nerv hier. Ich krieg wieder gar nichts hin. Ich geh rein, ich lass dich auszählen. Was macht einer denn da für eine bekloppte Aktion? Oh. Grenzenlos verpeilt. Ich
Ach komm. Oh. Diese hast du durchgekriegt. Ach, lang gedauert. Aua, oh, mein Kopf ist schon kaputt. Jetzt lass doch mal meinen Kopf in Ruhe. You could call this a good old... My God, his body's been through hell. And now he gets a bit of a reprieve as the official once more begins to count. Oh, ein Spear. Ja. He can't do it. He can't make it. Jetzt steht er trotzdem noch auf. That wild strike found nothing but... Das ist so herrlich, Banane. Ich habe jetzt einfach die falsche Taste gedrückt. Und du bist aber auch schon ganz schön kaputt hier. Ja, nur noch. Alter, gleich ist meiner am Bluten hier. Darf ich das überhaupt zeigen? Musst du nur... Ah, jetzt hab ich verpeilt. Ja, ein Glück. Ach nee. Bist du Brock Lesnar oder was? Nee, bin ich nicht. Es kriegt nicht mehr angezeigt, wann ich drücken muss. Ja, das habe ich auch eine Zeit lang gehabt, mal. Ja, ich glaube, das ist, wenn der Kopf zu sehr kaputt ist. Jetzt war es mal wieder da. Na, dann geht's aber weiter um den Kopf. Oh. Knapp daneben. Jetzt kriegst du mal meinen zu sehen. Außer du verteidigst. Zu früh. Was war das denn? Mein Finisher. Ja, was war das für einer? Keine Ahnung. Das ist ja total Banane gerade. Das ist sau scheiße, gell? Ja. Das ist, er wechselt doch immer. Jetzt holt er natürlich noch einen Hammer raus. Shit. Da war ich doch ganz knapp dran. Oh. Warte. Ah, Mann! Entschuldigung. Das war jetzt ausnahmsweise mal gar nicht, denn ich wollte eigentlich einen Schiri umboxen. Mist. Oh, Kniebeuge. Ja. Dass du das noch hinkriegst. Oh, oh, oh. Das sieht auch aus, ehrlich, Heidewitz. Aha, ich hab ganz schön Kopfschmerzen. Oh, nein, nein! Der Ziege-Spezial. Oh, direkt beim ersten. Ja, genau, tritt den Schiri. Oh, dein Lieblingsmove. Oh, mein Lieblingsmove. Oh Mann, herrlich. Ach, ganz knapp. Steht er schon wieder auf?
Oh, du bist bei mir dunkelrot im Rippenbereich. Ich kann gar nicht mehr. Echt? Bei mir wird nichts angezeigt. Cool. Hau mal den Schiri um. Verdammt. Warte mal. Mann! So, jetzt fängt er wieder bei 0 an. Ah, jetzt. Du hast einen roten Kopf. Oh. Ah. Was macht er denn jetzt? Jetzt ist auch die Zeit zum Reagieren, ist ein bisschen schlechter, glaube ich. Boah. Oh, das habe ich ja bis gar nicht gedrückt. Ist jetzt so schlimm, jetzt geht's hier bei 0 los. Scheiße, ist früh gedrückt. Kriegt nichts mehr angezeigt. Nur Beine eigentlich stoned, oder? Ja. Den dünnen Balken werde ich nicht mehr treffen. Ja, das gibt's nicht. Verdammt. Ah, er hat ihn getroffen. Ja. Ich muss erstmal raus hier. Das ist mir nicht geheuer mit dir. Yeah. Oh. Warte, dann lass mich raus und dann. Warte mal. Warte mal, dann lass mich das andere Ding holen. Dann laufen wir auf drei aufeinander los. Okay. Ich geh mal rüber auf die andere Seite. Okay, warte. Warte. Und. Drei. Und zwei. Eins. Eins. Los. Das war ja mal genial. Das ist so banane. Ja, das ging ja gut, Lo. Ging ja gut. Oh. Ups. Oh, ist er kaputt. Du sollst nicht immer den Schiedsrichter hauen. Komm schon jetzt wieder rein. Ich meine, er könnte langsam mal wieder aufstehen. Nee, das gibt's nicht. Der Ringrichter ist schneller aufgestanden wie ich hier. Ich komme nicht mehr in den Ring rein. Hast geschafft? Ja. Gut. Ja, okay, ich war jetzt nicht wirklich so extrem kaputt bei dem Treffer. Ja, shit, zu früh. Deep town right now. As the aggressor, you're praying that this one is done. He may be in the best physical condition I've ever seen him in. I think we know. Jericho Spezial. I gotta be honest. I hope this is it, King. These guys have done so much harm to each other. Guck mal, 4-Sterne-Match haben wir schon. Ja, das war vorhin auch noch ein 4,5-Sterne-Match. Echt? Ja. Oh, kein Finisher, nein, kein Spear. Oh. Hm? Hab ich ihn abgefangen? What? Ja, genau. Oh, guck mal, da jetzt kommt mein... Jetzt kommt ein... Hui! Was ist das denn? Was ist das für eine Schwachsinnsaktion? Du weißt schon, dass du mich mit dem Aufgabegriff nicht besiegen kannst, ne? Das ist kein Aufgabegriff. Oh. Ah. Oh.
Ist jetzt zu spät. Schon wieder ein Finisher. Yes. Du, wenn du mich noch ein paar Mal trittst und noch ein paar so erblickst, dann dauert das noch ein bisschen länger hier. Du weißt schon noch, dass wir noch zwei Matches hier geplant haben. Ja. Der Schiri wird jetzt nicht mehr unterbrochen. Shit. Was denn jetzt? Oh. Das war ein harter Treffer. Oh, 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 oh! Fuck! Oh, lauf weg! Okay, ich denke mal, wir sind jetzt ganz knapp noch durchgekommen. Eieiei. Das ist sau scheiße zu drücken. Ja, ich hab's vorhin auch ein paar Mal gesehen. Eieiei. Wir sind bei 8 raus. Ja, ich merk's. Es wird gerade auch etwas stressig. Fuck you! Das war jetzt irgendwie. War knapp. Nicht mehr. Naja. Aber 4,5 Sterne. Wir gehen ja, bei mir. Zur Lobby. Ah ne, Quatsch, wir müssen ja aus der Lobby raus, weil, ja. Wir haben ja jetzt gesagt, jetzt gibt's ja ein Divas-Match und, ja. Genau. Ich nehme an, du willst deinen Liebling nehmen. Na klar. Irgendwie wundert mich das nicht. Oh, raus war ja richtig, gell? Ja, genau, raus war richtig. 1 gegen 1, normal. Ich möchte wieder eine Einladung schicken. So, erstes Match haben wir auf jeden Fall schon mal zumindest gut rumgekriegt. Ich hoffe, die erste Partie war schon mal gar nicht so verkehrt für euch. War auf jeden Fall ein hartes Stück Brot. Ah, da ist die Einladung. So, genau. Wo haben wir so denn? Bin ich jetzt blöd? Wo ist er denn? Ah. Warte, ich komme. Nee, ich such grad, Achso, du hast mich doch eingeladen schon. Ja, nee, ich hab nicht dich gesucht, ich hab, Bailey gesucht. Money in the Bank? Ja. Willst du was anderes? Nö, das ist mir egal. Gut. Halt. Bereit, wenn du es bist? Jo. Ich glaube, jetzt ein Standard-Match gewinnst du auch. Ja, ich weiß es nicht. Fakt ist auf jeden Fall, wir dürfen jetzt keinen Hammer mehr einsetzen. Nee, und vor allen Dingen nicht gegen Schiedsrichter. Ja. Das Beste heben wir uns zum Schluss auf. Was es ist, werden wir euch dann nachher zeigen. Das war übrigens ein Wunschmatch von einem unserer Abonnenten. Ah. Ja, genau, spring doch ins Leere. Oh, tut der Arm weh. Ich wollte mich gerade rausrollen. Hat nicht geklappt. Mano. What's your analysis of Becky Lynch? Simply put, the WWE Universe absolutely loves her. Oh, was war das jetzt? Ein Schlag. But you have to remember who she's in the ring there with. Neither of these girls are pushovers. That's for sure. Zu früh? Oh. Ist immer schlecht abzuschätzen manchmal. Michael, you wouldn't understand that. Ach shit. Ja, manchmal musst du da irgendwie recht wirklich
Manchmal musst du ein bisschen vorahnen, wann das kommt. Ja. Geht auf jeden Fall gut hin und her. Eieiei. Like this is exactly how a competitor takes control of a match. It's the way I used to do it. Now that's the type of move that sends a message to an opponent. Yeah, and that's a message you don't want to receive. Irgendwie sind bei mir deine Beine total verpixelt. Okay. Muss ich nachher mal in der Aufnahme gucken, ob das da auch so aussieht. Schon wieder? Ich bin aber auch echt. She appears to be extra slow regaining the pace. Well, look out. She missed her target that time. Yeah, I guess you could say she was just a bit off the mark with that one. She's clearly. Und mich gerade nicht wehren. Finde ich gut. Are we gonna see it? Gerade wieder nicht. Vielleicht auch. Ah, falschen Knopf gedrückt. Ich habe B gedrückt statt A. Okay. Ah. Egal, ich habe gewonnen. Ich freue mich. Ah, so, und damit zurück zur privaten Lobby. Ja, und damit kommen wir dann zum großen Finale der vierten Folge. Ich wünschte, der Abonnent wird nicht erfreut sein. Nein, der Abonnent wird definitiv nicht erfreut sein. Glaube ich zumindest nicht. Wir wissen ja, was da wahrscheinlich der Wunschsieg war. So, muss ich dich wieder einladen? Ja, du wolltest noch TLC machen, oder? Ah, stimmt, genau. Jetzt, wo du es sagst. Warte. Also neu. Genau, dann muss ich nochmal aus der Lobby raus. Jetzt habe ich B gedrückt anstatt A. Kacke. So. Ich dachte, das warum passiert denn nichts? So, TLC ist angewählt. So, warte, Einladung kommt gleich. Und da ist er. Und wer jetzt meinen Charakter sieht, der weiß, was jetzt auf der anderen Seite kommen wird. Du hast deinen ja schon ausgewählt. Ja, ich habe meinen schon ausgewählt. Ja, es geht. Konnte leider keinen passenderen nehmen. Ja gut, ist ja nicht so schlimm. Von der Optik. Aber auf jeden Fall ein interessantes Match. Ja. Barack Obama gegen Donald Trump. Gucken, was hier die Signatures sind. Hm? Yes, yes, yes. Yes, we can. Eieiei. Make Wrestling Great Again wird es bei dir wahrscheinlich eher sein. Ja, let's make, genau. Hey, ich habe immer eine Hymne Hall of Famer. Ja, gut. Geht schon mal gut los. Obama im Anzug.
Eigentlich müsst ihr so, so Krawatten-Moves geben, weißt du, so, wir ziehen an der Kette. Oh! Ja, Obama hat's drauf, ne? Eieiei. So ja, genau. Ey, du kannst doch nicht einfach JBL seinen Hut wegwerfen. Ja, so, komm mal. Ja. Hey! Ja, komm. Komm mal her. Schön. Hast du jetzt schon rausgefunden, wie es geht? Nee, ich habe nur rausgefunden, wie ich dich durch die Gegend schieben kann. Quasi. Aber nicht, wie ich dich da auf deinen Tisch drauf krieg. Ja, zu früh. Ja. Ja. War der Donald noch ein bisschen jünger? Geholfen hat es ihm trotzdem nichts. Ah, da ist ein Tisch drunter. Jetzt nimmt er mir hier meinen Tisch ab. Ich glaube, dir geht's so gut. Schnell weg. Das ist schon geil. Man kommt hier nicht drauf. Guck mal, ich kann dagegen laufen. Also im Übrigen, das Match scheint zuerst beendet zu sein, wenn einer da irgendwas hängt da oben über dem Ring. Siehst du den Schatten im Ring? In der Mitte? Nee, ich hab grad... Ah ja, tatsächlich. Also müssen wir wohl mit der Leiter hoch. Müssen wir gleich erstmal gucken, wie die Leiter abbaut. Ich weiß es nämlich nicht. Wie macht man denn hier? Kann der das? Ich glaube, der kann auch nichts machen in der Richtung. Schöner Slide. Ich dachte gerade, du dodgst jetzt mit dem Kopf auf die Ringkante. War leider nicht so. So, warte mal hier. Komm, steh auf. Hey. Ah, da oben ist der Koffer. Money in the Bank Koffer. Wie baut man das Ding hier ab? Warte mal. Bestimmt mit LB oder ne, auf LB klettert man hoch. Kann ich hier bestimmt umschubsen, warte mal. Ne, ich kann nicht nur runterhauen. Ist ja lustig. Sieht so nicht aus. Kacke, wie baut man die Leiter ab? Ah. Komm, steh auf, steh auf! Boah, alter Mann. Jogi! Was ist denn da für eine Reaktion und der alte Drecksack steht nicht auf? Dabei ist einer doch jünger. Jo, komm! Können wir jetzt auch hinstellen? Ja. Hallo, steh auf! Ach komm, jetzt doch noch nicht, das ist doch... Mano, der macht nichts mehr. Ah! Was? Der hängt? Ach komm schon! Häng dich dran! Ist runtergefallen? Shit. Kacke. Ah. Die Leiter rutscht raus. Like that can upset your opponent more than hurt them.
Oh. Oh, geladener Finisher. Komm mal her, mal gucken, was der Obama macht. Ich dachte gerade ein F5. Hatte ich auch gedacht. So, warte mal hier. Ja, Obama. Erstmal von der Ringecke. Nein, er ist auf die Leiter gesprungen. Scheiße. Er kann nicht springen. Guck mal, die Leiter. So, wir versuchen es nochmal, die Leiter wieder irgendwie reinzukriegen. Oh, guck dir den alten Mann an. Der kann nicht mal mehr aufstehen. Aber ausweichen kann er. Natürlich, immer zu spät. Das geht mir so auf den Sack, ehrlich. Und dann setze ich bei dir mal an und bei dir gelingt das gerade sofort wieder. Da könnte ich platzen. Was war das denn für ein Move? Habe ich die Leiter hier aufgehoben? Oh Mann. Ach komm, geh doch auf. Ach komm. Nein! Was denn jetzt? Du musstest erst überlegen, was du für eine Aktion zeigst. Du Schande. Oh, warte. Gucken, was der Obama für einen kann. Der Trump. Jack Hammer, hä? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Das bin ich. Ja, genau. Stell die Leiter noch über mir auf. Ja, super. Wie soll ich da rauskommen? Hier? Ich bin fest. He's got his hands on it. This could be it. Making it to the top. Nein, nein. Funktioniert das denn? Ich weiß es auch nicht. Jetzt schubst das Ding hier. Gott verdammt. When he gets going like this, there are few better. Mist, mein Signature Move ist weg. For some competitors, part of their strategy is to demean their opponent. A move like that says it all. Yeah, you're just trying to embarrass somebody now. And he's heading back in. I can't blame him. Jetzt kommt der Donald Trump gleich von der Ringecke geflogen. Warum baust du ihn jetzt hier ab? Ein Versehen. Ja, genau. Das war ein bisschen die Rippen, das Ding. Oh Mann. He's sending a message to the entire WWE locker room here. Da konnte ich jetzt nichts mehr machen. Look at this. He's just barely moving. I'm not sure he can get back to his feet. Few superstars are as dominant as this guy. Zu früh, ah. Ach nee. Doch. Die sind beide schon so kaputt. So, jetzt stellen wir die Leiter nochmal auf. Jetzt hast du noch Zeit, die Leiter aufzustellen. Wenn ich so hochheben könnte. Komm, steh auf.
Oh, watch out. Two major blows with that weapon did significant damage. Kopf. Jetzt will der wieder nicht draufsteigen hier. Komm, dreh hoch. Ja. Steh auf. Steh auf, alter Mann. Manu. Steh auf. Verdammt. Steh auf. Kacke. Der ist hier jetzt umgeschmissen. Komm, fall mit dem Koffer runter. Früher konnte man sich da mal immer dranhängen. Ich verstehe auch nicht, warum wir immer noch keine 5 Sterne haben. Donald Trump gegen Barack Obama, das wäre auch das Übermatch. Ja. Finisher? Ja. Verdammte Axt, kommt er auch jetzt nicht mehr hoch, meiner. Hä? Hast du gerade auch den Bug da gehabt mit dem Bild? Hä? Nein. Ach, shit. Ich schaff das nicht. Weißt du, wer diesen scheiß Koffer greift? Nee, ich hab auch keine Ahnung. Ich hab da gerade so einen kleinen Erfolg gehabt. Nein! Oh, da. Ja, ja, ja! Nein! Bitte, 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 bitte! Fall mit dem Koffer runter! Oh, shit. Kacke. Oh, Mann. Es wird ein bisschen länger, die Folge. Ich verstehe auch. Ja. Nein! Ah. Steh auf! Steh auf! Steh nicht auf! Bleib tot liegen. Oh Mann. Also Obama ist jetzt am Oberkörper schon komplett vernichtet. Ich glaube, das gibt nicht mehr viel. Ja gut, das regeneriert sich ja mal ein bisschen. Nein! Where did this explosion of offense come from? Oh, and he missed that one. God, that's got to hurt. Yeah, we're not doing any damage with swings like that, but keep doing it. The freeze. Komm, steh auf, alter Mann. Did that do a lot from the looks of it? When he gets going like this, there are a few better. Bleib lieber mal liegen. Zeit für die Rente. To recover here. That was some serious punishment. Complete with a big stomp. Man, these guys are throwing bombs. They're pulling out all the stops. Look at this. He's just barely moving. I'm not sure he can get back to his feet. What? War auf jeden Fall ein geiler Move. Wie ein RKO aus dem Nichts. Ja. Oh, jetzt ist er echt übel. Oh Mann. How much more? How much more are you willing to pay to win this match? This is unreal. Ich glaube, jetzt dürfte es das erstmal gewesen sein. And another
another shot with the ladder. Well, I don't know if you would categorize this as innovative offense, but it sure gets the job done. Just look at what's going on here. It is human destruction. Bleib gerade liegen. Niemals. Komm schon. Komm schon, du bist doch am Körper viel dunkelroter als ich. Steh auf, steh auf. Nein. Komm. It has to be King, but I still don't see him giving up. The strikes have a little extra on them tonight. He needs to dig way down deep if he wants to keep going now. Stellen wir es mal über dir auf. Here we go. He, okay. Komm schon. Komm schon. Oh, this is scary. I can tell you from experience, okay. It feels like you're 10 miles Komm doch nicht rein. Up, up and away. Here he goes. And now the ladder has become a battleground. Das ist auf jeden Fall geil. Nein. Cool. Nein! Geh in den Ring! Alter Mann, geh! Alter Mann, beeil dich! Der kommt gar nicht mehr hoch. Ach du meine Güte! Nein! Der kommt gar nicht mehr hoch. Der ist tot. Scheiße! Und damit gewinnt Obama das Präsidenten-Battle. Ah, Mann. Sehr geil. Echt. Hammergeil. Nachdem ich dann noch zum Schluss endlich mal verstanden habe, wie das funktioniert. Ich hab's das so halb gerafft. Aber nicht so richtig. Nee, ich hab vorher die ganze Zeit immer überlegt, warum steht da unten eigentlich die ganze Zeit RT? Ja, das habe ich dabei gedrückt, aber ich habe mich immer verdrückt. Ich habe immer LT gedrückt am Anfang. Okay. Ich gerafft habe, dass ich LT nee, und ich nicht RT drücke. Ich habe das erst gerafft, als du auf mich eingeprügelt hast auf der Leiter, dass ich da drauf drücken muss, weil der dann da mit diesem Kreis dagegen dotzt. Ja, ich das ist, naja. Ja, geil. Okay. Ja, gut. Damit ist die Matchcard erstmal durch. Wir hoffen, dass... 1-0 verloren. Ja. Und ja, würde sagen... Hören wir uns einfach am nächsten Part wieder, wenn es heißt WWE 2K17 zusammen mit dem Manuel. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.